nächster Spieltag steht ins Haus, Spieltag Nummer 31. Und ich guck mal gerade, was in den Zopftorjägern, weil ich will gerade mal einfach gucken, ob da irgendwie noch eine Statistik drin ist. Torjäger, Torvorlagen, genau. Ui, da sind ja ersten 15 die alle von uns. Und dann kommt einer von Unterhaching und dann kommt Mamba. Ja, mit 8 Torvorlagen schon in 24 Spielen. Und ohne so ein Board zu haben, der hat auch schon 6 Vorlagen gemacht. Ja, der Russland hat sich nach vorne gearbeitet, ne? Definitiv, der hat jetzt 12 Vorlagen schon gemacht. In seinen 10 Spielen. Also mehr oder weniger der Vorgang. Das hat man im letzten Spiel gesehen, aber 2, 3, glaube ich, 3 hat er, glaube ich, vorgelegt. Na gut. Okay, gehen wir weiter. So, gucken, wer der nächste Gegner sein wird. Ich glaube, wir sind auch dann soweit durch, ne, mit dem Aufstieg. Meppen ist der nächste Gegner, den wir uns heute angucken. So, ich guck mal rein, wie die Aufstiege momentan. 53, das heißt, dann sind 29 Punkte. Und 29 bei ausstehenden 8 Spielen sind 24 zu holen. Und damit sind wir, ja, damit sind wir durch. Und 21 sind wir noch nicht ganz, um Meister zu werden. Unser Ziel ist, wir brauchen jetzt, glaube ich, noch 2 Siege, wenn ich es richtig rechne. 21 bei 7 Spielen. Nee, ich glaube, wir können sogar schon tatsächlich jetzt am Spieltag. Wenn Sandhausen jetzt patzt und nicht gewinnt. Und wir gewinnen jetzt unser Spiel gegen Meppen. Wenn Sandhausen spielt jetzt, ich weiß gar nicht, wie die jetzt spielen. Seeferl, Wiesbaden, Ferl. Und jetzt, hä? Gar kein Spiel? Oder sehe ich das jetzt einfach nur nicht? Ach, hier, in Unterhaching. Okay. Wenn sie das Spiel in Unterhaching nicht gewinnen dann, und wir unser Spiel jetzt gewinnen, dann sind wir tatsächlich schon Meister. Ja, mal gucken. Aber was heute zu machen. Los geht's. Und danach geht's das nächste Spiel direkt gegen Sandhausen hinterher. Also theoretisch, wenn wir es nicht heute machen, machen wir nächste Folge. Gut, gehen wir rein. Nicht einsetzen. Oder wer spielt denn da? Ach, das ist bestimmt eine Geldvorbelastung, ne? Ach ne, ernsthaft, das sind einige. Ach, das sind, ja, gut, ey. Ne, das sind Spieler, die tatsächlich. Noch in der Dings. Bei der Nationalelf fallen. Okay, Lukas möchte gerne rein. Das heißt, der wird es auch. Mal heute probieren. So, ich weiß nicht, wer da jetzt noch. Ist da jetzt noch einer drin oder was? Wer ist denn da jetzt noch drin? Wer ist jetzt, ach, mein Keeper, ach Gott, na, das ist ein wichtiges Ligaspiel und dann kriege ich so eine Kacke da noch rein. Ne? Naja, gut, egal. Kannst du nichts ändern. Muss ich auf Freunde verzichten. So. Na gut. Müssen wir halt im nächsten Spiel dann nochmal ändern. Okay, dann gehen wir mit heute mit einer etwas anderen Elf rein. Ja, wichtig ist heute zu gewinnen und hoffen, dass Sandhausen nicht gewinnt und dann sind wir durch. So, okay, los geht's. Sie träumen vom Titel und heute kann der Traum wahr werden, wenn die anderen Teams mitspielen. Bleiben Sie dran, gleich geht's los. Ja, es kann heute dich definitiv klar gemacht werden. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann und vielleicht können die Gäste heute tatsächlich Meister werden. Dürfte ein super Spiel werden, Duschi. Hm? Die Gäste stehen heute vor dem ganz großen Triumph. Es winkt der Gewinn der Meisterschaft. Und da muss der Trainer der Mannschaft gar nicht mehr viel mit auf den Weg geben. Jeder weiß, worum es geht. Die Jungs sind natürlich top motiviert. Auf ihn wird es ankommen heute, da bin ich sicher. Bei ihm riecht es einfach nach einem neuen Torrekord. Das wäre natürlich überragend, wenn er das packen würde. Schon. In seiner momentanen Verfassung ist das denkbar. Da
die Einblendung. So will der Gastgeber heute starten. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. So. Gut, geht jetzt gleich los. Ich bin jetzt auch ein bisschen gespannt. Ich muss natürlich hoffen, dass unsere Mannschaft. Auf der Gegenseite sehen wir auch eine offensive Ausrichtung. Tatsächlich treten sie in der gleichen Formation an. Ja, das kann was werden. Ja, aber wichtig ist, dass wir halt ein bisschen, wir mussten halt ein bisschen rotieren, weil mit dem Keeper Renault und mit Wes McKennie stehen natürlich zwei Spieler nicht zur Verfügung, die bei der Nationalmannschaft sind. Ausgerechnet jetzt. Verstehe ich das nicht. Aber gut. Ja, dann kannst du es halt nicht. Weil wir kriegen jetzt Sigrist und Merjan ihre Chancen. Mal gucken, was wir machen. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. So, unsere Aufgabe ist natürlich jetzt uns erstmal heute hier vorzulegen. Ich gucke jetzt auch gerade gar nicht, wie die anderen Spiele stehen, wie es in den anderen Spielen stehen wird. Solange wir nicht unser Spiel. Solange wir nicht führen. Ja, gut gemacht. Ja, schade, nicht ganz. Kolasinac. Kapitän Lukas. Also ex. Ehemaliger Kapitän. Heute könnte ja, und der Ball kommt. Krüger. Jetzt ist er auf und davor macht er das Tor. Seine Aufgabe hat er schon mal gemacht. Ja. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nicht nehmen. 1:0. Okay. Und der erste Schritt ist schon mal gemacht. Nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. So, 8. Minute, Florian Krüger mit seinem 12. Saisontor. Die Schalker da mit vorne. Tor für Schalke 04. Die Nummer 14, Florian Krüger. So. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Jetzt könnte man auch schon mal so ein bisschen nach einer Halbzeitpause gucken, wie es überhaupt auf den Plätzen steht. Javairo Dil Rosun. Ich weiß gar nicht, ob es reichen würde, wenn wir heute gewinnen. 21 spielen. Ja, nee, das würde nicht ganz reichen, weil dann hätte man nämlich die 21 immer noch. Da würde tatsächlich im direkten Duell in der nächsten morgen. Ärgerlich, es geht abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Würde im direkten Duell morgen tatsächlich auch eher frühestens dann klar zu machen sein, wenn sie heute gewinnen. Aber dann wollen wir es so machen. Beim Spiel gegen den SV Sandhausen. Aber jetzt erstmal unsere Aufgabe mappen. Das ist jetzt erstmal Pflichtaufgabe. Sieht alles gut aus. Im Hinspiel erinnere ich mich gerade genau. Da haben wir zu Hause auch 3-0 oder 3-1 oder so weiter. 4-1 gewonnen. Da musste ich halt die Spiele umstellen, weil die Abend ziemlich müde waren. Und da war das Pokalspiel gegen Bremen, glaube ich, damit dabei war. Und das fiel. Das fiel in das Hinspiel. Und jetzt macht der Großsohn. Tor Nummer, Vorlage Nummer 13. Und den Kobylanski wollen sie zum Torschützenkönig spießen. Viele Verträge sind mittlerweile verlängert worden. Ich brauche schon ein bisschen um die für die Zukunft in der neuen Saison. So, 2-0. Ah, schade, oder? Kriegt er den nochmal? Ja, kriegt er. Sieht vielversprechend aus. Ah, Kobylanski, der möchte es selber machen. Macht auch. 0:3. Ja, da hier querlegen können, aber das geht dann doch nicht. Er hat gesagt, den lege ich nicht quer, den mache ich selber.
Für ihn ist das schon mittlerweile Tor Nummer 31. Große Frage, ob er die 40 vielleicht sogar noch knacken könnte. 30 hat er jetzt geschafft. Der Ball ist weg. Abstoß. Ja, aber wichtig ist, wie gesagt, schon mal, dass wir unsere Aufgaben hier lösen, unsere Hausaufgaben machen. Stand jetzt, wären Sie Meister. Ja, aber Sie tatsächlich müssen weiter konzentriert bleiben, dürfen nicht nachlassen. Weil ich weiß nicht, wie es dort draußen steht, das ist es halt, ne? Das könnte eine Gelegenheit werden. Ganvula. Da passt er auf. Gibt er den nochmal? Ja, ich wusste den, bevor ich da in den Konter renne oder sowas. So, wenn wir es nicht heute machen, versuchen wir es nächste Woche im direkten Duell zu machen. Chance vertan. Dann wäre sogar im Heimspiel cooler. Aber wichtig ist, das wäre erstmal unsere Aufgabe. Das wäre das Ding hier gewinnen. Kobylanski. Ja, Kobylanski, der jetzt hier durchgeht, aber dann nicht zum Abschluss kommt. Einwurf Schalke. Kommt jetzt die Flanke. Der Rosun. Das macht er gut. Was für eine Aktion. So gerade eben noch ja. Verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsstart. Und Kobylanski wieder. Der Rosun. Sie bieten sich an. Ah, schade. Da kommt er nicht durch. Ja, John, er verliert den Ball und dann kommt der. Klasse, komm. Pass. Ganz stark abgeblockt. Schön gemacht. Da haben sie Platz. Jetzt der Konter geht. Über Flo Krüger. Weiter gefährlich hier. Da kommt die Flanke. Da können sie erstmal klären. Aber der geht nicht. Und damit eine Minute im Nachspielzeit, die dürfte jetzt gleich abgelaufen sein. Weiterer Angriff der Schalke wird sich geben. Weil jetzt Pause ist. In dieser Partie. Und wenn alles so weitergeht, dann werden sie heute die Meisterschaft feiern können. Und das wirklich schon heute. Das wäre ein Riesenerfolg. Aber wir sehen ja, es ist wirklich eine klasse Mannschaft, die hätte sich diesen Erfolg auch verdient. Sie müssen jetzt nur konzentriert bleiben. Ja. So, gucken wir mal gleich in die zweite Halbzeit rein, wie es in der Halbzeit auf der Pause steht. Und da steht es unentschieden zwischen Haching und Sandhausen. Momentan wird es passen. Die Schalker sind bisher gut drauf. Sie liegen hier auch vorne. Jetzt geht's nur unsere Hausaufgaben machen. Keine Angst kriegen, weitermachen und weiter drauf gehen. De Rosun. Ach, der ist ein bisschen zu verspielt, ja. Zwischendurch ist er dann ein bisschen zu verdribbelt. Gut gespielt. Und dann geht's mal über außen. Macht er gut. Bei den Gästen, bei der Heimmannschaft, Entschuldigung. Nee, da können sie nicht. Der kommt überhaupt nicht an, der Ball. Gut abgeblockt. Und dann ist Kolasinac, der jetzt ist. Bujelab und holt sich den da. Sie wollen keine Zeit verlieren. Ja, schön gemacht. Kobylanski, der sich da oben den Verteidiger rumdreht. Jetzt ist er auf und nach vorne macht. Ah, dann war es abseits. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Und zurecht geht die Fahne. Ja, knapp, aber es ist abseits. Schade, dann hätte ich noch ein bisschen durchbekommen hätte, wäre es vielleicht sogar ein Tor geworden. Aber gut, egal. Passt. Ist halt abseits. Super Pass jetzt. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Stark gemacht, das könnte was werden. Und Sigrist. Kein Tor nach dieser vielversprechenden Aktion. Ja, der war er doch durch. Nur den Keeper noch vor sich. Hat übrigens im Spiel auch schon gespielt. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Kolasinac. Sead Kolasinac. Kolasinac. Jetzt vielleicht die Flanke. Oh, schade. Erstklassig, aber der Abschluss Pushing, der war es definitiv nicht. Nee, der war, bringt uns auf den Punkt, der war schwach, können wir nicht anders sagen. War zu überhastet, vielleicht auch unkonzentriert. Ich will es noch nicht beschreien, aber er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Die Chance. So, leichtes Durchatmen. Da wollte ich ein bisschen zu viel noch, des Guten.
Und es ist kein Abseits. Doch. Das Abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Ja, schade. War doch Abseits. Ich hatte mir jetzt gedacht, ja, das ist kein Abseits. Sylvia Gongula. Ich komme momentan auch nicht, wirklich in. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Abwehr muss aufpassen. Rama. Amatei, der jetzt gegenläuft. Defensiv machen sie es gut. Gut gemacht von Krüger. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Und dann ist es wieder Kobylanski. Jetzt vielleicht Feierabend. Jetzt ist der Platz da. Weiter gefährlich. Nee. Ich will zumindest ein Tor noch in der zweiten Halbzeit machen. Die letzten 15 Minuten jetzt. Und da ist der Ball wieder weg. Super Pass. Den Ball spielt er gut. Ach, leck mich doch am Sack, Alter. Den hat er doch noch. Ah, schon wieder so ein Ballverlust. Ja. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Die wollen jetzt echt mit aller Macht verhindern, dass ich hier noch das zweite, das nächste Tor schieße. Das Spiel ist durch, da lege ich mich fest und sie gewinnen hier dann auch verdient. Sie waren einfach überlegen. Kobylanski. Kobylanski jetzt mal nochmal oder nochmal. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Gefährliche Szene. Jetzt ist es den. Irgendwann konnten sie dann noch nicht mehr halten. Wir machen Konsens dann doch nicht mehr machen. Und das Tor. Wer hat es überhaupt gemacht? Ja, John oder so, kann das sein? Ja, doch. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten. Und dann macht er das super aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Levin Mertoran, sein zweites Saisontor. Und jetzt gehen sie alle runter. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Das Spiel hier läuft genau so ab, wie wir es alle im Vorfeld erwartet haben. Ja, große Überraschung wird es hier nicht mehr geben. Zu eindeutig die Führung, zu eindeutig die Überlegenheit. Sehr gut aufgepasst. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Und dann verlieren sie den Ball. Und damit dürfte es eigentlich auch durch sein. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie und damit steht es jetzt fest. Damit steht der Meister fest. Glückwunsch von unserer Seite und ja, schauen Sie sich einfach nur diesen Jubel an. Und yes. Ich bin mir ziemlich sicher, jetzt ist auch völlig egal, dass Sie das in der Ferne geschafft haben. Wir sehen das ja, unzählige Fans sind mitgefahren und man könnte ja fast meinen, dass da steht eine Kamera. Tolle Bilder. Heute könnte die Meisterfeier steigen. Jetzt ist er auf und davor macht er das Tor. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. So, Interview nach dem Spiel. Und das Haus hat tatsächlich unentschieden gespielt, ja. Damit haben wir es auch definitiv in der Tasche. Und das nächste Spiel ist tatsächlich sogar das direkte Duell, um mal da abzusetzen. Nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. So. Hoffentlich noch sehr, sehr lange.
Und damit ist auch klar, dass wir nächste Saison definitiv in Liga 2 spielen als Meister. Die erste Schale haben wir ja schon. Und damit geht es weiter Richtung, auf jeden Fall Richtung zweite Liga. Das ist das Wichtigste. Der Aufstieg sollte klar sein. Und mal gucken, ob wir direkt in die Bundesliga durchrutschen. Weil dann kann ich mich jetzt auch planen. Danke für das Gespräch. Jetzt kann ich mich auch definitiv planen, nach dem feststehenden Aufstieg in der letzten Woche, jetzt den Titel noch zu holen hier. Ja, du wirst wahrscheinlich hier verkauft, Pieper. Ja, ich gehe davon aus, dass wir eine neue Saison, eine zweite neue Mannschaft stehen haben. So. Gut. Dann geht's zum Spitzenspiel, Anführungszeichen Spitzenspiel gegen den Sandhausen. Geht's dann in der nächsten Folge, Entschuldigung, nächste Woche, vielleicht auch nächste Woche. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wann die Folge rauskommt. Bis dahin und tschüss.